schätze, es geht hier lang. Okay, dann muss ich wohl doch tauchen. Es gibt 472 Nieten in diesem Raum, was nur eins heißen kann. Ich bin schon viel zu lange hier. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen, oder? Wir müssen checken, ob alle okay sind. Scheiße! Was machen wir jetzt? Warte du hier beim Funkgerät. Ich gehe ihnen nach. Es muss auch anders gehen. Ich schaff das schon. Ich hab's verbockt. Ich bieg's wieder hin. Sei nur vorsichtig. Okay? Ich bin gerade nur so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich bekomme jetzt Julia auch noch lebend daraus. Aber vielleicht kann man sie ja auch gar nicht alle lebend daraus holen. Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wenn ich das hier gleich wieder durchspiele. Dann fange ich die Story nochmal von da an, wo Alex gestorben ist. Und, ja, wobei. Ja, nee, weißt du was, ich lasse Alex einfach tot, der hat mich sowieso nie interessiert. Ich werde die Story dann ab da weiterspielen, wo Julia gestorben ist. Und zwar werde ich mal die anderen Entscheidungen treffen, die da noch zur Verfügung stehen. Mich würde interessieren, ob die so oder so dort gestorben wäre. Oder wenn ich so oft besorgt getan hätte, dass er nicht abgedrückt hätte. Denn vielleicht hat er ja nur aus Reflex abgedrückt. Wer weiß. Was ist eigentlich hier? Nichts, okay, da hätten wir so oder so nicht durchgekonnt. Halt. Hier, genau, dieses Bild wollte ich noch mitnehmen. Ist wohl immer noch das, oder? Genau. Das hat aber nichts mit diesem Spiel zu tun. Ich frage mich, was das ist. Weil vorhin haben wir ja, also in einem vorherigen Teil, haben wir schon sozusagen die Fortsetzung geschaut. Angesehen, beziehungsweise Nachfolger. Scheiße! Vielleicht kommt es daher, so ein kleiner Teaser oder was. Verdammt! Was ist das für ein Riesenraum? Die Aufnahme ist vorhin übrigens kurz abgekackt. Aber es finde ich ganz so schlimm. Gleich wieder Quicktime-Event. Und haust dann ab, du Stück Scheiße! Oh!
komm, wir greifen an. Diesmal greifen wir an. Julia gemacht habe. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht mal die Quicktime-Event schaffen. Warte, nein! Nervös. Komm weg da! Schnell! Nein! Oh komm! Scheiße, scheiß drauf, ich mach's einfach. Nein. Schon wieder falsch Ey, Junge, das geht... Ey, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, jetzt muss ich erstmal diese Story hier durchspielen, damit ich das alles wieder gut mache. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ne? Ob man es überhaupt schaffen kann, alle zu retten. Also Conrad hätten wir jetzt retten können, ja. Aber was mit den anderen beiden? Das frage ich mich halt, weißt du? Okay. Kann losgehen. Okay.
wieder drei gestorben. Das gibt's doch nicht. Mann, dieser Konrad, wieso musste er sterben? Das war meine Schuld. Er war mein großer Bruder, er war alles, was ich immer sein wollte. Ich wollte ihm einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Jetzt kann ich es ihm nie mehr sagen. Mein Bruder ist tot. Tot, verdammt! Ja, aber ich frage mich, wie wir Alex retten können. Hätten wir ihn retten können, indem wir einfach gesagt hätten, renn statt springen? Das frage ich mich. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was Sie glücklich macht, nicht wahr? Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Hab ich gemerkt. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Das überspringen wir jetzt. Das auch. Kommt da jetzt wieder diese Zwischensequenz? Dieser Abspann, wo das Militär kommt? Aber der Typ lebt eiskalt noch. Von allein ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Wow. Was zur Hölle ist das?
Verdammt! Das sind aber schlechte Soldaten. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Pictures, Little Hope 2020. Glücklicherweise sind wir schon in 2020, dann sollte es ja nicht mehr so lange dauern, bis wir das Spiel zocken können. So, eine Sache muss ich jetzt nachschauen, bevor ich die Aufnahme beende. Das reicht dann auch erstmal. Und zwar, Szenenauswahl. Können wir da irgendwie navigieren? Muss doch irgendwie möglich sein zu navigieren. Ich kann erst ab da nach unten. Nee, ach, okay, gut. Gut zu wissen. Rache Olson Junior. Wir könnten ab da weiterspielen. Der tiefe Junior. Wir könnten versuchen... Ich probiere das jetzt nochmal schnell aus. Neue Speicherdaten erstellen. Ja. Oh, schon 3.43 Uhr, ey. Ich muss ins Bett. Ich muss früh aufstehen. Scheiße. Ich werde euch finden. Ihr kleinen Scheißer! Du bist hier der kleine Scheißer. Geh mal schön in deine Ecke zurück und scheißen. All das Gott zu teilen, ne? Das muss doch wohl genug für alle sein. Du fühlst dich auch krass mit deinem Hammer, oder? Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Jo. So, jetzt sind wir mal ganz, ganz ruhig. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen und ich entscheide, wer wieder geht und wer bleibt. Ah. Wir sitzen uns im Nacken. Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan. Wir bleiben erstmal wieder. Wir müssen warten. Es gibt hier wahrscheinlich richtig viele Enden. Wir können eigentlich gar nicht alle richtig durchspielen, aber ich versuch's. Aber ich hab blinden Strom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Zwischendurch kurz blinzeln. Das hätte schlimm ausgehen können. Alle möglichen Zeugs. So, mal sehen, ob sie jetzt trotzdem erschossen wird. Das frage ich mich jetzt. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay, okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte.
Nein, nein! So doch nicht! Keine Verwandlungen! Steck sie einfach weg! Niemand muss verletzt werden! Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch! Ah! Nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Was? Da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Warum nicht einatmen? Ich versuche ihn mal jetzt nicht auf die Palme zu bringen. Vielleicht drückt er dann auch nicht ab. Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt! Bitte beruhige dich! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg! Los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Ich bin jetzt besorgt. Okay, na schön. Gut, also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, wir haben die Luft angehalten. Nein, schau, wir hielten die Guck Luft. Mal, schon lebt sie. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Halt, 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 halt! Unser Atemgerät von der Duke. Was? Damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Weißt du, das klappt bestimmt auch bei dir, okay? Nein, 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 nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott! Der Dunst ist in mir drin, oder? Ja, jetzt, bevor er irgendwas Dummes macht. So, das war's mit der heutigen Folge gewesen. Schon wieder, wie immer wieder und immer wieder. Genau an derselben Stelle muss ich die Aufnahme leider beenden. Es tut mir leid. Wie das diesmal ausgeht, also jetzt hat sie ja bis jetzt schon überlebt. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, das erfahren wir dann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Aktiviert auch die Glocke. Tragt mich in Fortnite, falls ihr mich unterstützen wollt, beim Superstar Creator einfach Mattify ein. Würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao.